Die Mitte Europas im zweiten Jahrtausend. Ein Land, das lange braucht, um eins zu werden. Menschen, die sich erst im Laufe der Jahrhunderte als Deutsch verstehen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Fragen an ein Jahrtausend deutsche Geschichte. Im 10. Jahrhundert spricht noch niemand von den Deutschen. Die Stämme der Bayern, Sachsen, Schwaben und Franken verbindet vor allem ihre Sprache. Ein Gegner von außen stärkt den Zusammenhalt. Er will die Gunst der Stunde nutzen, als König über die deutschen Lande herrschen und als Kaiser über das christliche Europa. Otto der Erste. Im 11. Jahrhundert kommt es zum Streit. Wer ist der Stärkere? Der König der Deutschen oder der römische Papst? Papst Gregor und Heinrich IV. Kämpfen um die Macht. Die deutschen Fürsten, sie entscheiden mit über Niederlage oder Sieg. Er ist der König der Deutschen und will als Kaiser über das Abendland herrschen. Der Staufer Friedrich Barbarossa. Sein Reich erstreckt sich bis Süditalien. Doch seine Herrschaft ist umstritten. Mächtige Rivalen fordern den Monarchen heraus. Auch sein einstiger Verbündeter Heinrich der Löwe. Am Anfang will er nur Glauben und Kirche erneuern, Martin Luther. Doch der Papst und der Kaiser, sie fühlen sich bedroht, belegen ihn mit Bann. Die Mehrheit im Volk steht hinter ihm. Wird er die Deutschen spalten oder einen? Es ist ein Kampf um Glaube und Macht. Katholiken gegen Protestanten. Er soll für den Kaiser die Anhänger Luthers besiegen. Der Feldherr Albrecht von Wallenstein. Die Deutschen eint ein Schicksal. Ihr Land wird zum Schlachtfeld und zum Spielball der europäischen Mächte. Viele Regenten herrschten im Deutschland des 18. Jahrhunderts. Doch zwei Monarchen ragen heraus. Preußens Friedrich und Österreichs Maria Theresia. Sie sind Rivalen. Ihr Krieg spaltet nicht nur Deutschland, sondern auch Europa. Gibt es einen Sieger?
Er ist Kaiser der Franzosen und will auch über Deutschland herrschen. Als General der Revolution weckt er die Hoffnung auf Freiheit. Als Kriegsherr bringt er die Deutschen gegen sich auf. So wird er gegen seinen Willen zum Erwecker der Nation. Im 19. Jahrhundert regieren in Deutschland Dutzende von Fürsten. Doch die Bürger wollen Freiheit und die Einheit der Nation. Revolution bricht aus. Ein Wortführer ist Robert Blum. Sein Schicksal steht für eine große Chance. Noch immer sind die Deutschen nicht in einem Staat geeint. Er macht sich nun daran, das zu ändern. Bismarck. Nicht mit Parlamenten, sondern, wie er sagt, mit Blut und Eisen. Eine Reichsgründung von oben. Einheit um den Preis der Freiheit. Ein ruheloses Reich, zu klein, um über andere zu herrschen und zu groß für die Balance der Mächte in Europa. Weltmacht sein, das will Kaiser Wilhelm. Und er setzt das Schicksal der verspäteten Nation aufs Spiel. Überzeugt werde, kann und will ich nichts widerrufen. Das Reich ist heilig. Sacrum Imperium.